Ganz gut. LOL, ich bin in Ohnmacht. Fuck. Ich bin tot. Echt jetzt? Sowas von tot. Ich hab kein Blut. Ja, ich bin tot. So, hier sind wir zurück. Jetzt geht's weiter. Chernolyten. Gibt's gar nicht. Klingt wie so eine Krankheit. Ja. Oder so, ja, ich hab Chernolyten, ey. Oh, nee, ja, wie auch. Das sind genau, Chernolyten, das sind dann die, das ist der Auslöser von der Zombie-Apokalypse. Ja, genau. Ja. Auf einmal ist die Welt so Chernogorsk. Genau. Nee, Chernogorsk. Die Welthauptstadt Chernogorsk. Oh, ein Skin, da freut man sich ja jedes Mal. Blue Worker Clothing. Meins! Aber, das sieht wahrscheinlich scheiße aus. Oh, mal gucken, sieht das besser aus oder schlechter als mein vorheriger? Besser. Willst du mal einen vorherigen haben? Jetzt kannst du es haben. Na gut. Ja, wieso die was? Das war schon super mal. Okay. Da ist eine Modenschau, lass mal hin. Feuerwache, genau. Wir verhalten uns gar nicht RP-mäßig. Müssen wir auch erst machen, wenn wir jemanden treffen. Naja, was ist hieran nicht RP-mäßig, ne? Rumlaufen und looten, das würde ich auch in der Realität tun. Ja, ich weiß, ich meine nur, im echten Leben würden wir uns nicht so schwachsinnig unterhalten. Ja, okay. Aber das tun ja andere YouTuber auf dem Server auch nicht. Ja, klar. So, bewacht du mal. Oh! Du hast, pass auf. Mach die. Ah! Die ziehen so viel. Und warum treffe ich die nicht? So, hol dir mal die S58, die da oben ist. Moment. Ich blute schon wieder. Alter, die ziehen so viel. Ja, ich weiß. Ist richtig assi. Mann, meine Framerate ist im Keller. Medium. Near. Komm, ich mach's jetzt mal near, ey. Also, bei mir geht's. Weißt du, near bringt mir, naja, 6 FPS. Das ist doch schon was. Oh, jetzt auf einmal ganz viele. Ja, nehmen die Axt wenigstens mit. Wenn ich die jetzt mitnehme, dann. Ja, du hättest ja einfach zur True Belt machen müssen. Naja, ich weiß. Das ist jetzt doof, weil ich hab. Bei mir ist keine Axt. Was? Ach, egal. Was hast du denn da noch fallen lassen? Ein Hatchet und nichts weiter. Okay. So, dann jetzt Supermarkt. Wenn du nur eine Map findest, dann sag mal Bescheid. Ah, ich habe, glaube ich, noch ein Magazin für dich. Warte mal. Habe ich das mitgenommen? Nein, habe ich nicht. Okay. Wow. Au, gleich gehittet, ey. Ist ja klar. Mann, ey, guck mal. Hier, und jetzt seht ihr rechts unten, wie viel ein Schlag abzieht. Das ist so pervers. Alter, ich komme nicht durch die Tür. Ja. Abnehmen. Also, gehen wir jetzt mal nicht in den Supermarkt, ey. Oh, Alter, Megalag. 2 FPS. Nice. Was hast du denn, ey? Bei mir läuft's flüssig. Ja, jetzt ja auch wieder. Jetzt habe ich wieder 24. Aber eben 2 FPS. Warte mal. Da ist einer. Wo? Hey, man. Oh, ach da. Ach so, warte, hey, guys. Hey, man. Hey. Yo. Hello. Das hat sich mega... Was? Sorry? Are you guys friendly? Yeah, we're friendly. And you? What the? Is that an SA-58 you got? Yep. I got a whole bunch of mags if you want some. Oh yeah, great. Er hat Magazine, lower mal die Waffe. Quite right. A bit safer in there. Scheint nett zu sein. Ja. Ein Zelt. Na mit? Ja. Alright, here's 2 SA-58 mags. Okay, thanks. I'll fend off these zombies right here. Du musst das Zelt mitnehmen, ich hab keinen Platz mehr. Ich hab auch fast keinen Platz mehr, warte mal. In dem Backpack auch nicht? Warte mal, ja doch, da schon, das will ich ja gerade reintun. Hm. Wo ist das Zelt?
Ach da. Ja. Alright, there you guys go. Have a fun and safe time. Yeah, thanks, you too. Thanks. Netter Junge. Ja, vor allem das mit dem Max direkt. Wie viel hat er dir gegeben? 2. Lol, hier ist auf einmal so ein Zombie im Boden und taucht auf einmal auf, ey. Ja, und man kann ihn nicht hitten. Geil. Läuft er da durch den Schrank. Beste Feature ever. Man überall diese, doch, jetzt, wir haben Revolver. Und auch gleich ganz viel Muni für das Glas. Das ist zum Kotzen. Willst du noch trinken raus? Hier liegt noch trinken. Ja, bräuern sich nicht. Oh, nur die Enfield, aber brauchen wir nicht. Ach, hier waren wir noch. Mann! Ah. Hey, anyone in there? Hallo? Noch ein Spieler. Die sind überall. Hi. Hey, man. Hi. Hi. Hey. Ach, das ist... Das ist so einer von diesem Squad, die Dings haben hier. Die dir helfen, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Müssen wir näher rankommen, der Zombie? Oh. Can someone give me this blood bag? Oh, renn mir da mal nicht durch. I can't give you. Oh. Keine Ahnung. Hab grad. No. So geht das jetzt nicht. Ah, jetzt. Es kommen immer mehr Zombies. Thanks, Tim. No problem. Hello. Und noch einer. Hey, man. Ja. Elektro war da vorhin nicht anders. Was hast du geschrieben? Gesagt? Keine Ahnung, ich hab's nicht verstanden. Nehmen wir einen. Ach fuck, nee, das ist hier gar nicht, warte mal. Ich nehme eine World Flare mit für die Nacht. Wobei die ja eben gerade es war, aber naja, gut, man ja, weiß ja nicht, was man spielt. Kannst ja mitnehmen. Ja, sollen wir weiter oder? Da war ja eben noch hier, wo ist der jetzt? Wahrscheinlich hinten. Ja, ansonsten ist halt unhöflich. Nicht Tschüss zu sagen. Aber. Mal kurz überlegen, wo könnte man hin? Aber Lothar wäre eine Option. Oder? Ja. Na gut, dann lass mal bei Lothar. Ja. Tschüss sagen. Okay, see you guys. Bye bye. Stay safe. Hier kommt. Mann, mit Akre wäre das geil. Und ja. Bei Daisy RP könnten sie echt mal mit Akre machen. Ja, Mann, das wäre richtig nice. Ja.
Wobei man dann halt auch auf dem TS sein müsste. Das wäre dann. Naja. Ja, stimmt. Und man müsste in den Squads sein und alles. Ah, na gut. Schade. Dann müsste es sowas Ähnliches geben irgendwie. Dass man halt nur Ingame-Akre irgendwie sowas. Das wäre dann wieder schwerer zu machen. Ah, man, ja, das im Prinzip cool. Mit das mit dem Teamspeak wäre gar nicht so, so schlecht, weil mit Akre, wenn wir zu zweit spielen, ja, okay, das mit dem Treffen wäre halt doof, aber ansonsten, wenn wir eh zu zweit spielen, würden wir uns ja eh gegenseitig hören. Hm. Da wäre das mit dem Teamspeak so eigentlich gar nicht doof. Ja, der Ingame-Chat müsste einfach so sein, ne? Dass es schon mal ein Grund auf so ist. Ich finde das eh geiler, mit Ingame-Chat zu spielen, wenn ich jetzt nicht wirklich was aufbauen will. Also wenn ich nicht ständig mit den Leuten in Kontakt sein muss. Weil wenn, da kann man, stell dir vor, du triffst irgendeinen Fremden, ne? Und sprichst mit dem, oder zockst mit dem ganzen Tag nur in Ingame-Chat, ne? Dann baut man auch so eine kleine emotionale Bindung mit dem auf, ne? Wenn man sich gut versteht. Und wenn der dann stirbt und du nicht weißt, wie der irgendwie anders heißt und du weißt, du kannst keinen Kontakt mehr mit dem aufnehmen, außer es passiert irgendein großer Zufall, dann, weißt du, dieses Gefühl, das fände ich cool, wenn es besser rüberkommen würde. Ja. Dieses Gefühl von einem wirklichen Verlust, den man macht, weißt du? Ja. Das fände ich noch cool. Das fehlt halt hier ein bisschen. Wenn du tot bist, dann beschwere ich mich entweder oder lache. Und ja, mehr ist da ja nicht. Und dann heißt es einfach neu treffen, ne? Wie heißt es denn, warum denn lachen? Ja, kommt drauf an, wie du stirbst, ne? Wer springt denn aus dem fahrenden Auto raus? Ja, gesagt, das war halt mehr für uns. Ja, ich war müde, es war spät. Ups. Es war spät, es war müde. Ich war müde. Es war müde. Das Auto wollte einfach nicht mehr. Ich bin einfach rausgeschmissen. Kirby, ey. Nee, aber echt, das war scheiße. Ich wollte einfach Motor aussparen, Sprit sparen, nochmal ein bisschen rollen, weißt du? Komm, wie checkt und blapp, lag ich da. Dann bin ich tot. Ja, so schnell kann es gehen. Ah, lass mal durch den Wald rennen, damit wir die Zombies loswerden. Weißt du, hast so eine Freundin und sie will so ins Bett und du kommst so im Teamspeak und sagst so: Es wird müde, ich muss gehen. Es verlangt Beischlaf, ich muss ihm gehen. Ich find's eh immer klasse, so irgendwelche Dinge, die eigentlich, also irgendwie Personen nach S zu, also S zu benennen. Das, ja. Ich weiß nicht, das ist voll fies, aber lustig. Der Zombie ist zu nah hinter mir, den kriegen wir nicht los. Ja, weil da würde es in Ordnung sein, finde ich, sagen, S ist hinter mir, ne? Aber wenn jetzt Chef vor spielt mit einem zusammen, den wir nicht abkönnen, es ist hinter mir, was tut es? Es versucht zu kommunizieren. Das finde ich dann schon wieder lustig. Ich bin müde. Es wird müde. Genau. Ey, weißt du, so ein Beschiss, weißt du? Ich habe mir ja so Nasenspray für meinen Heuschnupfen besorgt. Hat auch gut funktioniert. Für eine Woche. Und jetzt ist das Zeug schon wieder alle. Ohne Scheiß, wie schnell geht das denn alles? Das hat 8 Euro noch was gekostet. Ja, Mann, das muss ich mir dafür noch was kaufen, ey. Das ist so. So eine kleine Flasche, wo du die da in die Nase steckst. Ja, sowas steckt man in die Nase und dann, wo du drückst. Also mit den Fingern so drückst, ne? Ja, Mann, die Teile sind total. Ja, es geht ja nicht um die Flaschen, die so teuer sind, sondern um den Inhalt, denke ich eher, ne? Genau. Aber, naja, ich kann ja ihn einmal wieder auffüllen, bitte. Zu Meckles. Ich nehme noch eine Runde. Ja. Weißt du, das ist voll teuer, Mann. Das ist scheiße. Weißt du, ist man krank, da kann man ja nichts für. Und dann ist das Zeug auch nur so teuer, weißt du? Ich finde sowas, ja, so, sollte kostenlos sein, ey. Geld regiert die Welt. Mhm. Selbst der Arztbesuch für eine, wie nennt man das? Für eine Beratung kostet ja Geld. Mhm. Wobei sie halt die ärztliche Dings da, also die 10 Euro, die man ja pro Quartal bezahlen muss, oder nee, pro einen Monat oder so. Jedenfalls, da musste man ja jedes Mal, wenn man einmal, also wenn man innerhalb von 4 Wochen einmal zum Arzt geht, muss man halt jedes Mal nach dem Anbruch dieser 4 Wochen 10 Euro bezahlen. Wenn man innerhalb der 4 Wochen nochmal geht, dann nicht.
Ja, das war ja so, das wurde jetzt abgeschafft, das fand ich schon mal ganz gut. LOL, ich bin in Ohnmacht. Ich bin in Was? Ohnmacht. Fuck. Ich bin tot. Echt ich bin jetzt? Sowas von tot. Ich hab kein Blut. Ja, ich bin tot. What the heck? Junge. Ey, echt jetzt? Ich bin extra ausgewichen. Na, wie viel fressen die denn, Mann? Alter. Jetzt mal ohne Scheiß. Vor allem, man spielt die ganze Zeit nicht auf RP und dann merkt man immer erst so nach und so nacheinander, dass die mehr Schaden machen. Voll heftig jetzt gewesen. Ja, vor allem, ich hab die nicht klein gekriegt, ey. Ich hab bestimmt ein Magazin reingeballert in die alle. Das Ding hat ja 64 Schuss. Jetzt ist halt die Frage abzuwarten, wo du spawnst, weil ich kann dann... Ah, fuck. Weil ich kann dein Zeug nicht aufsammeln. Ich bin rammelvoll. An sich Zeug, das wir brauchen, Medizin und so. Vor allem deine Waffe halt, das wäre jetzt das Wichtigste. Ja. Ich werde mal deine Map nehmen und das Zelt wäre eigentlich ganz cool, aber wohin? Ich trinke jetzt mal was. Das Heatpack brauche ich, okay, das brauche ich echt nicht. Das Zelt kann ich schon mal mitnehmen. Das war jetzt heftig, ich war voll erschrocken, weißt du, auf einmal völlig in Ohnmacht. Ja. Fuck. Well, fuck then. Gut. Elektro. Das ist schlecht. Ja. Ich würde sagen, aus dem Grund, nur wegen dir, beenden wir jetzt mal die Aufnahme. Tut mir leid, die Folge ist halt jetzt so kurz, weil halt der liebe Blackbook nicht aufhören konnte zu sterben. Ne? Ja. Schreibt mal alle, oder geht auf seinen Kanal und schreibt alle Danke, Blackbook. Genau. Genau. Ja. Link ist in der Beschreibung, wie immer. Kennt er ja, glaube ich. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir versuchen uns dann wieder zu treffen und so einen Scheiß und so. Ne? Alles klar. Ja, bis dann. Haut rein, lasst klacken und bis dahin. Ciao. Ciao.